It's adventure time. Come on, grab your friends. We go to very distant lands with Marcus and Nunu and Kerstin and Carsten. The fun will never end. It's adventure time. So, hallo. Und zwar haben wir jetzt gerade hier einen neuen Quest verfügbar bekommen. Hilfskolonisten klingt gut. Ratsvorsitzender Pete Marshall der Fraktion Nordwest an Jussia braucht eine helfende Hand, um eine Siedlung aufzubauen. Er fragt, ob du der Fraktion Nordwest an Jussia für 10 Tage 2 Kolonisten leihen könntest. Nach 10 Tagen werden alle geliehenen Kolonisten wieder zu dir zurückgebracht. Solltest du diese Quest annehmen, wird ein Shuttle kommen, um 2 Kolonisten mitzunehmen. Wenn es mit ihnen an Bord abhebt, wird deine Beziehung zur Fraktion Nordwest an Jussia um 50 Rufpunkte verbessert und dir folgendes via Transportkapseln zugesandt. 3333 Silber. Das ist eine Menge Silber. Okay, das nehmen wir an. Jetzt brauchen wir 2 Leute. Okay, hier haben wir... Oh, scheiße, unser Shuttle-Landeplatz ist kaputt. Keine Komponenten. Hoffentlich findet das Raumschiff den Shuttle-Landeplatz. Habe ich doch angenommen jetzt, ne? Hilfskolonisten, ja. Wir haben ein Gewitter. Ist alles sehr schön. Shuttle ist eingetroffen. Okay, es findet den Shuttle-Landeplatz nicht, sondern landet hier mitten auf der Müllhalde. Okay, also Bench kennt das ja schon, wie das läuft. Und wer von den beiden ist jetzt entbehrlicher? Sissi oder Constantia? Schauen wir mal, was Sissi kann. Sissi hat ein starkes Immunsystem, ist aber ein Vielfraß. Ah, sie kann sehr gut Tiere zähmen. Und Constantia kann bauen, Kunst und Medizin. Ich meine, ist auch immer gut, wenn man einen Mediziner übrig hat. Aber... Ja, schicken wir sie mal mit. Okay, Shuttle ist unterwegs. Ist die Frage, kriegen wir jetzt schon das Geld? Ja, wir kriegen das Geld zum Ort springen. Coole Sache. Das ist jede Menge Silber. Damit kann man jede Menge Scheiß kaufen. Sissi ist noch wach. Lassen wir Sissi mal anfangen, den Kram hier reinzutragen. So. Okay, eigentlich wollte ich ja nach einer Karawane gucken, ob wir hier eine Karawane machen können und hier diese nutzlosen... Oh, eine exzellente Statue. Wollen wir mal gucken. Porträt von einer Stute. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon mal vorgelesen. Okay. Porträt von einer Stute. Installieren wir mal Porträt von einer Stute. Was brennt da eigentlich? Irgendwas brennt hier. Achso, die Feuerschalen. Okay, das ist normal. Vielleicht hier im Gefängnis. Damit es den Leuten angenehmer ist, haben sie ein Porträt von einer Stute. Jo, sehr gut. Das Silber ist drin. Könnte man mal gucken, ob wir hier auch gerade... Ne, Land der Ewigkeit ist... Okay, das ist... Leider können wir da nicht direkt was kaufen. Sondern können nur eine Handelskarotte... Ah nein, nicht die rohen Kartoffeln essen, Nunu! Eieiei.
Das ist nicht gut. Offenbar müssen wir jemanden noch zum Kochen. Na gut, dann koche ich halt auch. Rohe Kartoffeln ist nicht gut. Sollte man nicht essen. Uran. Vielleicht sollte man das Uran auch nicht da aufbewahren, wo man die Nahrungsmittel aufbewahrt, aber... Ah, imperialer Händler von Land der Ewigkeit. Eine Karawane ernährt sich. Siehste, hätte ich mal... Mal gut, ich habe keine bestellt, weil jetzt kommt sowieso eine. Hoffentlich kaufen die Yorkshire Terrier. Es wäre echt cool, wenn die Yorkshire Terrier kaufen würden. Dann könnten wir irgendwas Nützlicheres kaufen, zum Beispiel Nahrung. Bräuchte nicht die Yorkshire Terrier essen. So, gucken wir mal, wer ist denn von euch beiden besser im Handeln? Nuno, okay. Wat? Notwendiger Titel. Oh, muss Markus machen. Okay. Okay. Handelt nicht mit Landjunkern scheinbar, der Typ. Händler exotische Güter. Aber machen wir erstmal den hier. So, sehr gut. Wir können die ganzen Skulpturen verkaufen, das ist schon mal gut. So, wir können für Markus ein Diadem aus Silber besorgen. Oder ein Zylinder aus dünnem Leder. Hier gibt es ein Bohrarm. Ein mechanischer Armersatz, um den Abbau von Gesteinen zu beschleunigen. Er hat einen eingebauten Schlangenbohrer, der es dem Minenarbeiter erlaubt, schnell Schwachpunkte im Felsen zu finden und auszunutzen. Der Arm hat außerdem einen integrierten Allzweckmanipulator. Er ist relativ unhandlich, was zu einer geringfügigen Verlangsamung der Bewegung führt. Okay, das lassen wir mal. Kompakte Waffen. Schaltet frei Ellenbogenklinge, Kniestachel, Krallenhand. Also das hier ist so ein Technik-Blueprint. Wenn wir den kaufen, können wir Sachen erforschen, wie zum Beispiel diese Ellenbogenklinge, und wären dann nicht darauf angewiesen, dass der nette Herr imperiale Händler uns sie bringt. Okay, Bauteile brauchen wir natürlich. So, und dann können wir die Joints verkaufen, die vier. Es wird zwar Bench nicht besonders gefallen, aber Bench ist ja gerade nicht da. Okay, machen wir das einfach mal. So, jetzt liegen natürlich die Bauteile da und Markus, anstatt dass er sie mitnimmt, rennt gleich wieder nach Hause. Das ist wieder typisch. Silber liegt da auch noch, aber das ist nicht ganz so schlimm, weil Silber geht nicht kaputt, wenn es draußen rumliegt. So, also ein Handelsschiff war auch unterwegs. Da könnt ihr jetzt mal nur noch hingehen zu diesem Terminal hier. Da kann man mit Handelsschiffen Tante Lösung, Händler exotische Güter, handeln. So, ich könnte Pumas kaufen von denen. Oh nein, keiner will die Yorkies. Keiner will Yorkies haben. Warum will keiner Yorkies haben? Ja, hier kriegen wir auch die kompakten Waffen. Spezialisierte Körperteile. Ich meine, das wäre natürlich schon cool, ne? Wenn man hier so spezialisierte Körperteile hätte, aber wahrscheinlich braucht man dafür ganz andere Rohstoffe. Also lassen wir das erstmal, sondern kaufen noch ein paar von den Bauteilen. So. Irgendwie brauchen wir immer noch Nahrung, weil die Yorkies fressen die ganzen Kartoffeln weg hier. Ah ne, wir ernten gerade, sehr gut. Okay. Oh, ich spiele Harfe. Hm.
Naja, alle Saiteninstrumente sind sich ähnlich und die Yorkies hören zu. Warum esse ich... Alle essen rohe Kartoffeln. Keiner kommt mir dazu, was zu kochen hier. So, und das Lager ist auch voll. Können wir hier vielleicht noch mehr Sachen verkaufen? Nee, von unseren Kleidungsgegenständen wollen die nichts haben hier. Harmonisiere, Bohrarm. Okay. Okay, ich überspringe mal ein bisschen die Zeit, bis was passiert hier. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Wir haben so ein kleines Nahrungsproblem gerade. Nicht nur bei den Tieren, sondern auch bei den Pflanzen, weil ich sehe gerade, es ist mitten im Winter und hier wächst nicht wirklich viel. Thronsaal ist wieder un... würdig und die Muffalos hungern. Welche junge Muffalo 5 und Stute 4? Stute 4 ist schwanger, das ist nicht gut. Junge Muffalo 5. Die schicken wir beide mal in ein Gebiet, wo wahrscheinlich noch Gras ist. Nicht das Fleisch so essen. Ah. Nein, 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 nein. Wir stellen mal alle auf Kochen um, die kochen können. Carsten! Ah. Das ist hier die rohe Fleischdiät. Um Himmels Willen. Eine geistesträchtig, wunderbar, noch mehr Tiere. Ah. Ja, also die hygienischen Zustände, das ist hier alles wahrscheinlich nicht mehr so schön. Gruppe Rote Spaltleute, vielleicht haben die was zum Handeln dabei. Vielleicht haben die Nahrung. Vielleicht können die Nahrung uns verkaufen. Das wäre cool. Ich habe jede Menge Silber, aber keine Nahrung. Ach je, ach je, ach je. So, wollen wir mal. Schläft gerade, gut, dann gehe ich halt hin. So. Die haben 62 Pemmican. Das ist so eine Art Trockenfleisch. Das ist schon mal besser als nichts irgendwie. Aha. Doch hier will ich keine Tiere los. Sonst irgendwas. Ich kann die ganzen kaputten Heilungsgegenstände verkaufen hier. Krone aus Stahl. Okay. 1700. Hat er überhaupt so viel? Nee, hat er gar nicht. Was könnte er uns denn noch verkaufen? Medizin. Der hat nichts. Toll. Die Krone können wir kaufen hier. Ja, super. Staubmantel behalten wir mal. Den Alpaka-Parker behalten wir. Die Alpaka-Jacke behalten wir. Das T-Shirt. Die sind schlecht. Der ist normal. Hose behalten wir. Die sind alle
Der ist gut, aber auch abgewetzt. Behalten wir noch mal ein paar Stahlhelme. Wer weiß, was dann noch passiert. So, jetzt kriegt er zwar mehr, als wir im Gegenzug kriegen, aber das machen wir einfach mal. So, und das nehmen wir gleich mit. Ist kein Träger, ach so. Müssen Transport müssen wir auch noch anstellen hier. Langsam mal. Hund heißt der, okay. Markus setzt sich die Krone auf. Und Carsten trägt das Silber. Sehr gut. Ah, je. Die essen mehr, als man kochen kann. Das ist echt unglaublich. So, koche viermal einfache Mahlzeit. Wiederhole für Emma. Und hier. Alpaka 1 hatte aufgrund des Hungers eine Fehlgeburt. Das ist jetzt natürlich blöd. Stute 1. Alpaka 1. Ja, na guck mal, die sind jetzt sogar hier. Sehr schön. Hätte ich auch warten können, bis sie kommen. Hätte ich nicht tragen brauchen. Warum bin ich unzufrieden? Abscheuliche Umgebung, müde, wurde beleidigt. Aha. Sissi erzählte Heiko einen Witz über große Leute. Heiko und Sissi unterhielten sich über Raumschiffe. Carsten und Heiko sprachen über Frisuren. Markus deutete negative Sachen über die Ideen von Heiko. Markus erzählte Heiko etwas über Haustiere. Heiko und Nono sprachen über Musik. Sissi und Heiko unterhielten sich über Frühstücksflocken. Aha, okay, interessant. So. Buffalo 9 ist das nächste, was wir dahin. Okay. Truthahn 5 ist der nächste. Am besten, ich schicke alle. Nee, alle Tiere ist blöd. Dann fressen die da alles weg. Truthahn 5. Okay. Ne, das sind die gleichen von eben, ne? Ja. Ja, er hat auch kein Geld mehr. Okay. Pff, unwürdiger Thronsaal. Okay. Das, weil keiner mehr aufräumt gerade, weil alle sich darum kümmern, dass es vielleicht mal wieder Essen gibt irgendwann. Ich meine, hier liegt. Vier einfache Mahlzeit, das hält man gerade vielleicht einen halben Tag oder so. Okay. Ja. Bettruhe.
Ja, dann hoffen wir einfach mal. Siehste, dass wir vielleicht bald was zu essen finden hier. Heiko ist innerlich zerbrochen und hat eine Obsession für Leichen entwickelt. Er wird eine Leiche ausgraben, so dass jeder sie sehen kann. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der Auslösefaktor war unterernährt. Okay. Ah je. Oh fuck. Okay. So. Nicht gut. Dass keiner krank geworden ist, weil hier weil er rohes Fleisch gegessen hat, wundert mich ein bisschen. Okay. So, jetzt haben okay, ausgerechnet die Pferde kriegen immer Fehlgeburten wegen zu wenig Nahrung. Das ist echt ätzend so ein bisschen. Aber okay. Dabei ist hier doch sogar, hier sind doch sogar Pflanzen, die essen können. Was ist denn los überhaupt? Mittlerweile haben wir auch wieder ein bisschen Nahrung auf Halde. Vielleicht hilft uns das über den Winter hier. Okay. Nervenzusammenbrüche. Okay, also was ist denn bei mir hier? Bedürfnis. Sehr hungrig, es ist Tag. Bin ich Nachteule? Ich bin Nachteule, okay. Wir können ja mal was essen. Wie wär's damit? So, und was ist hier? Nicht in Ordnung. Starke Schmerzen, sehr hungrig, okay. Und jetzt Carsten, ist auch Hunger oder was? Okay. Meine Güte. Was nun los? Abscheuliche Umgebung, schläfrig, leichter Entspannungszustand will. Landjunkerin spezifische Kleidung. Okay. Was auch immer das ist. So, jetzt ist es passiert. Jetzt ist dieses Riesenfaultier. Ich habe versucht, es zu zähmen. Oha, da liegt ein Bär. Und es rächt sich jetzt. Ah je. Hilfe! Oh shit, 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 das ist viel schneller als ich. Fuck! Oh Kacke! Oh Kacke!
So, Hilfe! Tot in 16 Stunden. Meine Fresse, aber diesmal können wir mal diese Psi-Fähigkeit einsetzen. Und vielleicht die Blendungswelle. Warum rettet mich keiner? Achso, sind dabei. Tot in 3 Stunden. Ach je. Rechter kleiner Finger abgebissen. Okay. Das war jetzt das Faultier. Oh Gott sei Dank. Okay. So, das kann man jetzt wegtragen. Wenn man trägt. Markus trägt nicht, oder? Doch, tut er. So, also. Mal gucken, nur versucht mich zu retten. Mal schauen. Oh nein, ich bin tot. Kacke. Kacke. Shit. Super. Ja, das kommt davon, wenn man versucht, ein Riesenfaultier zu zähmen. Shit. Shit, shit, shit. Ja, das Einzige, was wir jetzt machen können, um dem entgegenzuwirken, ist das Spiel neu laden. Normalerweise wäre das so ein bisschen No-Go, aber hier soll uns das mal nicht interessieren. So. Mal gucken. So, wie spät haben wir es jetzt? 17.23 Uhr. Denke mal, da lebe ich noch. Ja, das ist also wie gesagt das Problem mit dem Riesenfaultier. Man versucht es zu zähmen. Dem einen wird der Finger abgebissen, der andere wird niedergetrampelt. So, Carsten, kurzer Nervenzusammenbruch, alles beim Alten. Aber ich werde sicherheitshalber hier beim Riesenfaultier das mal ausstellen, damit das nicht gleich wieder passiert. So. Dann machen wir gleich noch mal ein paar Einstellungen hier. Kleinen Moment. Okay. Carsten hat seine Wut auf Markus fixiert. Er wird Markus verfolgen und beleidigen. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war Pessimist. Okay, wir sehen hier, Carsten hat einen orangefarbenen Namen. Das bedeutet, er ist ein bisschen aggro jetzt. So. Und jetzt können wir sehen... Carsten erzählte Markus über Musik. Carsten verleumdete die Kenntnisse von Markus. Carsten verglich Markus mit einem Spatz. Carsten beleidigte bösartig die Redegewandtheit von Markus. Markus schimpfte hemmungslos über die Akzente von Carsten. Aha.
Meine Güte, es geht voran. Markus verspottete die Freunde von Carsten. Carsten nannte Markus einen Brigant. Das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen gerade. Carsten nannte Markus Graupapagei. Ah. Markus beleidigte die Maße von Carsten. Ja, das habe ich auch schon mal erlebt. Carsten verleumdete die medizinischen Fähigkeiten von Markus. Carsten beleidigte lauthals die Ideen von Markus. Okay. Sind. Nee. Ist immer noch dabei. Oh Mann. Markus nannte Carsten einen Geist. Carsten beleidigte schamlos die Hochnäsigkeit von Markus. Carsten beleidigte die Größe von Markus. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Was? Okay, Markus ist jetzt Carstens Rivale. Carsten beleidigte respektlos die Beinbehaarung von Markus. Das hat Markus richtig wütend gemacht und er schlug zu. Okay. Vielleicht ganz gut, dass Carsten ausgezogen ist. Adventure time, but not with Bench. Bench must go to another place, so we get silver, and Bench is not here.